That was the best Erklärung ever. Ohne Worte. Wieso ist hier alles noch beschädigt? Und ja, ich mach das immer und immer und immer wieder. Und es gefällt mir immer wieder aufs Neue. Alles fließt. Lasst uns kämpfen. Raffiniert. Nikolai Tratschloff. Da, 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 da. Oh, ich kann Maschinenbauer machen. Cool. Ich will den Maschinenbauer. Hau mir den Maschinenbauer. Den Maschinenbauer. Ja, Matsch. Ping, ping, Was gibt's zu tun? Der Nebelwerfer, cool. Mechanische Einheit, nicht kämpfende Einheit, tarneigene Einheiten in der Nähe. Der Nebelwerfer des Drachenclans. Auch gleichzusetzen mit dem Mutterschiff der Protoss, das einfach mal alle Einheiten unsichtbar macht, bloß nicht sich selbst und ich glaube sogar noch angreifen kann. Aber es ist cool. Boah, da greifen wir an. Einheit, wenn ausgeladen ist, ist vergiftet. Machen wir ein paar Trikes. Ich weiß ja schon, was ich hier mache. Was ich so für Einheiten bauen kann. Oder eher gesagt machen kann. Bauen hört sich in dem Punkt immer so scheiße an. Ich habe eine Idee. Auch noch ein Haupthaus. Wo ist ein Haupthaus? Da ist ein Haupthaus. Kann ich es da hinten hinstellen? Nein. Dann stellen wir es nach da oben. Trike fährt los. Motor läuft. Fahre los. Was soll ich niederbrennen? Was soll ich niederbrennen? Euer Befehl? Nein. Dann. Wir gehorchen. Sofort. Wir gehorchen. Da baue ich da noch ein. Nochmal so ein Haupthaus hin. Dann habe ich nochmal extra mehr Bevölkerung. Fährt los. So, jetzt würde ich eigentlich mit euch wieder über irgendwelche Themen sprechen. Vielleicht machen wir auch mal so ein Format mit irgendwie so ein Let's Talk. Könnte ich auch mal machen. Beispiel so Minecraft vielleicht oder irgendwas anderes. Oder Dark Souls oder so. Am besten spiele ich ja irgendwas, was mir gerade so in die Finger kommt. Genau, das wird auch das Beste. Oh, das ist perfekt. Ich wusste, dass Feuerwerk irgendwas bringt, aber was genau weiß ich, wusste ich nicht mehr. Na gut, ich entwickle gleich mal alles, ohne irgendwie groß nachzugucken. Man kann es einen Vor- oder einen Nachteil nennen, aber... Wie kann ich euch lieben? Wie kann ich euch dienen? Jetzt haben wir einen stärkeren Samurai. Ein stärkeres Samurai. Ich schweige und gehorche. Ja, Samurai. Das eilt gerne rum, das Samurai. Und ich weiß, dass ich schon wieder irgendwelche Scheiße fahre. Wie immer halt. Detektoreinheiten können stehen. Ganz und so, das Turm erweitert werden. Die Desktop BG-Bauer. Es gibt BG-Bauer-Mauern in dem Spiel? Wusste ich gar nicht mehr. Das Transportschiff ist gebaut. Segel gehisst. Segel gehisst. Alle Mann an Bord. Wir arbeiten mit Falltechnik. Deshalb passt alles hier rein. Ein Flame-Trike kann man auf Aktentaschengröße falten. Mit unseren Tieren haben wir das auch versucht.
Aber da arbeiten wir noch dran. Wir arbeiten mit Falltechnik. Lol. Wir arbeiten mit Falltechnik. Und bei unseren Tieren haben wir das auch schon versucht. Aber das hat nicht so ganz geklappt. Was könnte ich jetzt noch machen? Erforscht habe ich alles. Ich könnte jetzt eigentlich nur noch warten, bis mich die Gegner angreifen und wieder und immer wieder und so. Was ist zu tun? Ich kenne ja wahrscheinlich diesen Kreislauf des Angreifens oder angegriffen werdens. Darum setze ich einfach nochmal 10.000 Fallen hin. Und da vorne noch ein paar Giftfallen und da auch noch eine. Dann sind denn wir beschäftigt. Oh, der hat das ganze Holz abgebaut. Dann fängt er da an, das Holz abzubauen. Und dann hier. Und hier und hier und hier. Der Skorpion hat noch einiges zu tun, was er abbauen kann. Ja, stimmt. Ich habe ja gesagt, ich wollte mit euch mal über so ein Thema sprechen. Und zwar, ich wollte mit euch mal über Elder Scrolls Online sprechen. Der eine kennt es, der andere vielleicht nicht. Manche sagen, es ist scheiße, manche auch nicht. Ich bin da, hab da gemischte Gefühle dafür. Ich bin da eher so der Meinung, naja, ich mag es eigentlich nicht so, damit ihr das wisst. Ich glaube, ich habe euch das schon mal gesagt, dass ich das mal gespielt habe. Auch die Beta. Also die Beta habe ich gespielt und auch die normale Version habe ich mir das mal für 17 Euro gekauft. Das war ja noch. Und da bist du von 30 Euro ausgegeben dafür. Und vor allem, ich habe 5 Tage davon gespielt. Den Rest nicht mehr, weil mir das Spiel dann einfach nicht mehr gefallen hat. Bogenschützin bereit. Bogenschützin bereit. Euer Wunsch ist mir Befehl. Da habe ich 13 Euro für ungefähr 30 Tage, die ich da oder waren es für 60 Tage, genau. Man konnte ja nur für 60 Tage. Habe ich 60 Tage, dann habe ich 5 davon genutzt, den Rest habe ich nur gewartet, dann bis das Abo abgelaufen ist. Würde ich es bei WoW machen, dann bei mir ist das jetzt so momentan auch bei WoW. Ich habe gerade sehr wenig Lust, WoW zu spielen. Aber liegt vielleicht auch daran, ich bin so Level 100, habe gerade überhaupt nichts mehr zu tun. Ich schweige und gehorche. So, auf die Raids habe ich auch keinen Bock gerade. Jetzt ist das alles so in diesem Pause-Modus. Weil ich bin auch momentan aktiv am Two Worlds 2 spielen und sowas. Und vielleicht, und ich dachte mir also, so Elder Scrolls Online, mir wurde gesagt, dass es eventuell bald Free-to-Play wird. Und sowas, und vielleicht, ich denke mal, wenn es Free-to-Play wird, dann würde ich es vielleicht mal wieder ein bisschen spielen. Nächste Aufgabe. Weil, okay. Also ich habe auch mal so einen Online-Artikel vorhin gelesen. Das war aber jetzt, bevor ich hier aufgenommen habe. Weil mich dazu entschieden habe, aufzunehmen. Sicher. Da habe ich mir dann so einen Online-Artikel darüber durchgelesen, mit dass die dieses Abo-System abschaffen wollen. Was mir so klar war, dass das irgendwann kommt. Könnte man eine Taverne brauchen. Zu Diensten. Oder hier Teehaus genannt, wenn die sowas haben. Haben die hier nicht. Ja. Okay, dann brauche ich eins. Oh, ich kann Mörser bauen. Und Sumo-Ringer und Gatling-Schützen. Macht 2 Mörser. Und Sumo-Ringer. Sumo-Ringer ist zur Stelle. Pam, pam, pam. Wir stehen bereit. In Position. Neue Ziele? Jawohl. Auf in den Krieg.
Alle Mann an Bord! Gegen die Wellen! Gegen die Wellen! Abladen, da dran, ja. So wurden die Helden zusammengefaltet. Und die, ich habe auch gelesen, dass ja so, die, nachdem die wollen das Abo-System abschaffen und dann, also das soll am 17. März, glaube ich, mal erfolgen. Also in ungefähr nicht mehr so ganz 2 Monaten. Wir haben heute den 24. Also es soll ungefähr in ungefähr einem Monat und mehr als 2 Wochen. Wir fahren los. Ich sag mal in einem Monat und 3 Wochen. Ich habe jetzt keine Lust, das genau auszurechnen. Ungefähr erfolgen. Vielleicht mache ich das dann. Aber wenn, dann müsste ich noch ein bisschen Platz auf meiner Festplatte schaffen. Oder ich packe mir. Yippie! Ja! Das ist einfach auf meine externe Festplatte. Wobei, wenn ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich sie dann ausstecke und dann eine Verbindung habe und dann das zufällig da habe. Also. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht ganz verstehen, was ich damit meine. Ich meine halt, dass es nicht so gut ist, dass es beispielsweise, wenn ich hier so eine Verknüpfung auf dem Desktop habe und dass es auf der externen Festplatte ist und ich eventuell mal aus Versehen abstecke oder sowas. Was mir schon mal passiert ist, ich habe aufgenommen. Das war bei Gothic 2 und dann ist mir der Stecker von der Festplatte rausgegangen. Und weil diese Dateien ja auf diese externe Festplatte von mir geladen werden, war das dann letzten Endes so, dass dann war die Aufnahme verloren. Und das musste ich ja danach aufnehmen. Wir fahren los! Gegen die Welt! Oder habe ich das nach aufgenommen? Oder war es das, wo ich dann mit dem Spiel war und dann, ich weiß nicht. Ziel bestätigt! Hey, boah, wartet ihr? Naja, ist ja auch egal. Und los! Ich mag das. Ich könnte aber auch noch, ich könnte das eventuell wirklich jetzt dann gleich so gesehen heute nach aufnehmen, eventuell. Wenn es geht. Und dann noch das Zeug zu zeigen. Da muss ich nur gucken, wo die letzte Aufnahme aufgehört hat davon. Und wo ich dann so gesehen wieder anfangen kann. Formation, auf geht's! Zum Befehl! Geht's los? Ich kümmere mich darum. Was gibt's zu tun? Ich will kämpfen. Was für ein Spaß! Endlich Action! Okay. Okay. Yippie! Yeah! Los! Rock'n'Roll! Rock'n'Roll! Wobei, es wäre schon eine Arbeit, wenn ich das mache, weil ich müsste dann wiederum eventuell die ganze Playlist durchgehen und ab diesem Moment dann diese ganzen, dann die ganzen Nummern durchgehen davon, aber vielleicht wäre es, wäre mir wahrscheinlich wert. Kommt! Davon. Ich gehe vor! Und los! Und los! Yippie! Ja! Ich gehe vor. Sie dürfen nicht entkommen. Da lang. Da lang. Yippie! Ja! Und los! Auf dem Weg! Ich gehe vor!
mag das. Ich mag das. Ich gehe vor. Ja, also, Leute, ich muss mich da noch entscheiden, ob ich das mache oder nicht. Vielleicht, aber ich denke mal, wahrscheinlich. Ich mach das so, ich werde es wahrscheinlich sogar machen. Ich habe momentan gerade nichts zu tun und dachte mir so, ja, komm, dann mach ich es vielleicht mal. Ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Ich habe eine Idee. Ich kümmere mich darum. Aber ja. Durchdacht! Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Ich habe mir aber auch schon mal überlegt, ob ich vielleicht so ein paar Real-Life-Videos machen könnte. Aber da müsste ich mir noch einige Vorbereitungen treffen dafür. Bevor ich da was anfange. Ja, bitte. Lass uns kämpfen. Was gibt's zu tun? Denn ich bräuchte jetzt eine neue Kamera und sowas und alles. Präzise! Präzise! Aber naja. Wie gesagt, das sind noch so Sachen, wo ich mir so nicht so ganz sicher bin, was, ob ich das mache, aber. Mal gucken. Ihr werdet es spätestens sehen, wenn so, wenn Videos auf meinem Kanal davon auftauchen. Ich habe eine Idee. Wobei ich mir da sehr sicher sein kann bei euch, dass es euch auch nicht freuen würde. Wobei meine Videos recht wenig geguckt werden, das weiß ich. Sich immer wieder an den Views. Außer es kommen keine Videos, dann werden die anderen immer geguckt. Das hört sich gut an. Ja. Ja. Eine kluge Entscheidung. Das hört sich gut an. Ich kümmere mich darum. Killer. Sind das also... Noch ein Flugzeugteil. Jetzt komme ich mir langsam vor wie ein Schrotthändler. Allerdings kann uns dieser Schrott auf die nächste Insel tragen, mein Lieber. Ich kümmere mich darum. Wie ein Schrotthändler. Und bitte denkt euch nicht, dass dann irgendwie Verzögerungen bei mir da sind, so weil ich das im Nachhinein sage. Bin auch momentan so ein bisschen am Nachdenken. Und sowas. Also. Was gibt's zu tun? Denket euch doch nicht. Los! Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Ist da was gestorben? Ja, ein Gatlingsaurus ist gestorben. Ich lausche dem Wald. Oh, das passt ja. Ich glaube. Aber ja doch. Raffiniert. Blitzschnell. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Blitzschnell. Das hört sich gut an.